Ich möchte heute eine Predigt halten zum Thema Halleluja, wie gerade auch zum Kinderlied passend. Aber ich möchte es aufteilen, einmal heute und das nächste Mal, wenn ich wieder vor euch stehe, möchte ich dann den zweiten Teil machen über Bitte und Danke. Ich finde, das passt ganz gut zusammen. Wir haben gerade gehört in dem Kinderlied, preiset den Herrn, Halleluja. Aber sind wir uns eigentlich bewusst, beziehungsweise wissen wir, was Halleluja heißt oder was es bedeutet, welchen Sinn es trägt? Wann sagt man Halleluja? Halleluja ist ein Ausruf, um Gott zu preisen, um ihm zu danken. Oder allgemein ein Ausruf der Freude, wenn ich mich freue, oder ein Ausruf der Erleichterung. Und der Ursprung des Begriffs ist seit dem 14. Jahrhundert bestimmt. Also man weiß seit dem 14. Jahrhundert, von wo dieses Wort kommt. Und wenn man jetzt schaut von dem Halleluja, was wir haben, wenn man zurückgeht, dann ist es auf das Lateinische Halleluja. Und das kommt aus dem Griechischen Alleluja, weil das Griechische hat kein H. Deshalb, so wie auch im Russischen, wird dann eher Alleluja gesagt anstatt Halleluja. Und das wiederum kommt aus dem Hebräischen. Von Halleluja. Und es ist nicht einfach nur ein Wort, sondern es ist eigentlich ein Satz, eine Aufforderung aus zwei Wörtern, die einen Satz bilden. Und es setzt sich aus den Worten zusammen Hillel und aus dem Wort Yah, also J-A-H. Hillel aus dem Hebräischen übersetzt bedeutet preisen oder verherrlichen, ausrufen. Und Yah ist die Kurzform für den Gottesnamen, also für Jahwe. Und wörtlich übersetzt heißt Halleluja oder Halleluja mit Bindestrich oder auch ohne Bindestrich, lobet Yah oder lobet Jahwe. Und für uns, da wir ja nicht Jahwe sagen, sondern heißt es für uns dann lobet Gott oder lobet den Herrn. Und im Judentum und im Christentum wird dieser Begriff hauptsächlich verwendet, um die Freude auszudrücken am Lobpreis, am Gesang, das, was wir gerade gemacht haben. Wir haben Gott gelobt. Und andere Beispiele sind zum Beispiel Ehre sei Gott. Oder ein Synonym für Halleluja wäre zum Beispiel auch Hurra, also dass man sich freut, dass man erfreut ist. Ja, es ist ein Freudensang und ich habe mir gedacht, okay, wir benutzen dieses Wort Halleluja, aber wissen wir, was es heißt, beziehungsweise sind wir uns bewusst, wofür wir es verwenden? Wenn wir sagen, Halleluja, ist das gut gegangen. Was sagen wir dann eigentlich? Wir sagen eigentlich, lobet Gott. Manchmal nehmen wir das vielleicht so in den Mund oder sagen es einfach so, ohne darüber nachzudenken, weil es sich so in unserem Alltag so etabliert hat. Es hat so eine Position bekommen, wo wir sagen, okay, das kann ich benutzen, wenn ich mich freue, wenn irgendetwas Gutes passiert ist und dann sage ich so, Halleluja, Gott sei Dank. Ist eigentlich zweimal, also Gott sei Dank und lobe Gott, das ist alles zusammen. Aber ich habe mal geschaut und das Wort Halleluja kommt in der Bibel eigentlich nur in zwei Büchern vor. Einmal in den Psalmen und einmal in der Offenbarung. Und in den Psalmen kommt es insgesamt 23 bzw. 24 Mal vor, je nach Übersetzung. Und in der Offenbarung kommt es 4-mal vor. Und ich dachte, das sind mehr, aber es sind vielleicht andere Formen. Lobet Gott wird manchmal auch ausgeschrieben, auch in den Psalmen werde ich gleich mit euch auch ein paar lesen. Es ist eine andere Form, aber ich finde dieses eine Halleluja, dieses eine Wort, was eine Aufforderung ausdrückt, ist so markant und jeder kennt dieses Wort eigentlich. Ich glaube, wenn man jemanden fragen würde, kennen Sie das Wort Halleluja? Ich glaube, jeder würde sagen, ja, ich kenne es. Aber die Bedeutung dahinter wissen wir vielleicht nicht. Und die Psalmen können deshalb auch als die Halleluja-Psalmen eingeordnet werden oder auch Hallel-Psalmen genannt werden. Und diese Psalmen loben Gott, den Herrn, und man erhebt darin sein Halleluja, sein Lob für Gott, sein Lobgesang. Und diese Psalmen sind eher im hinteren, also im dritten Teil, wenn man aufteilt, wenn man die Psalmen aufteilt, ist es eher ab dem dritten Teil, also ab Psalm 104 bis 106.
die Psalme 111 bis 117, der Psalm 135 und die Psalmen 146 bis 150. Das sind die Psalmen, die als die Lobpreispsalmen, als die Hallel-Psalmen gelten. Und die Psalmen sind ja eigentlich Lieder, die gesungen wurden oder die immer noch gesungen werden. Nur lesen wir sie, weil wir halt nicht wissen, wie man sie singt. Gibt es bestimmte Techniken oder bestimmte Traditionen, wie man so ein Lied singt, diese Psalmen singt. Aber wir wissen es halt nicht. Und im Hebräischen ist es halt auch nochmal anders, dass es sich halt auch anders anhört. Vielleicht hört es sich dort flüssiger an als im Deutschen oder im Russischen. Und in Offenbarung 4 und Offenbarung 19, 1 bis 6 kommt es auch noch einmal viermal vor. Aber nochmal zurück zu den Psalmen allgemein. Das Buch der Psalmen ist ungefähr in der Mitte der Bibel. Psalm 118, meine ich, ist der mittlerste Psalm der ganzen Bibel, das mittlerste Kapitel der ganzen Bibel. Und es enthält Gebete und Lieder. Und der hebräische Titel dieser Psalm lautet Buch der Lobpreisung oder Buch der Lobpreise. Und übersetzt aus dem Alten Testament bedeutet Psalm oder Psalter einfach Saiteninstrumenten begleitender Gesang. Sie hatten ein Saiteninstrument. Man hört immer, man liest immer wieder am Anfang zum Beispiel, okay, gespielt auf 8 Seiten, auf 4 Seiten oder auf wie vielen Seiten und wer das singt zu einem bestimmten Anlass. Und nach Benedikt Peters sind die Psalmen auch an die 5 Bücher Mose angelehnt. Sie sind so angeordnet, dass sie tatsächlich deutliche Parallelen aufweisen zu den 5 Büchern Mose, also zu der Tora. Und da kann man sagen, okay, erstes bis der Psalm 1 bis 41 beziehen sich auf Genesis, also auf den Auszug, auf die Schöpfung, auf den Mensch und die Schöpfung. Kapitel 42 bis 72 beziehen sich auf Exodus, auf die Drangsal und die Rettung des Volkes Israel. Und die Psalmen 73 bis 89 beziehen sich auf Levitikus, auf das Heiligtum und die Heiligkeit. Und dazu finden sich auch Parallelen in der Tora und in den Psalmen. Das vierte Buch Mose würde dann, also Numeri, bezieht sich auf die Kapitel 90 bis 106 und handeln über die Vergänglichkeit, aber auch die Ewigkeit. Also das, was hier auf Erden vergehen kann, aber was im Himmel auch sein wird. Und zum Schluss von 107 bis 150, Deuteronomium, nämlich die Worte und die Vollendung, das, was Gott abschließen wird. Und jedes Psalmbuch oder jeder Abschnitt endet immer mit einem Lobpreis, immer am Ende des Psalms mit einem Lobpreis Gottes. Und viele Psalmen haben auch, aber am Anfang auch zum Beispiel, eine Autorenangabe oder wer es geschrieben hat oder wer es gesungen hat, ein Hinweis zum Gesang, wie es gesungen werden soll oder wer es geschrieben hat oder warum es geschrieben wurde. Und da möchte ich dann einmal diese 5 oder ein paar mehr Verse erstmal lesen. Und da haben wir zum Beispiel Psalm 41, Vers 14. Im Russischen ist das, meine ich, Psalm 40. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist das Ende des ersten Teils. Und wir sehen, okay, Gott wird gelobt. Hier steht, gelobt sei der Herr. Das steht nicht Halleluja. Aber gelobt sei der Herr in Ewigkeit. Und im nächsten Kapitel, in Psalm 42, der nächste Teil, der anfängt, steht schon wieder eine Unterweisung der Korachiter vorzusingen. Wir sehen, es gibt dieser Abschluss und wieder einen Neubeginn. Etwas, was ein neues Kapitel oder einen neuen Teil einführt. Oder in Psalm 72, Verse 18 und 19. Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich. Und alle Landen sollen seine Ehre voll werden.
Amen, Amen. Wir sehen auch wieder hier dieses Amen, Amen, ein Abschluss. Ein Teil, der abgeschlossen wird, um einen neuen Teil wieder anzufangen im Psalm 73. Ein Psalm Asafs. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Hier haben wir wieder, diese Psalmen wurden anscheinend von Asaf geschrieben oder dieser bezüglich. Und wofür? Weil Gott Israel Trost gibt. In Psalm 89, Verse 53. Gelobt sei der Herr ewiglich. Amen, Amen. Gott wird immer gelobt und am Ende kommt dieses Amen, Amen. Amen bedeutet, ist auch aus dem Hebräischen und kommt von Amin, das so viel bedeutet wie so sei es. Man bekräftigt etwas und sagt, okay, das, was ich gerade gesagt habe, bestätige ich nochmal. Ich setze nochmal einen Haken dahinter. Ich sage, das ist so, was ich gesagt habe. Gott ist groß. Gott soll gelobt werden. Ihm sei die Ehre. Psalm 90, Vers 1. Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Mose hat ihn geschrieben, weil Gott eine Zuflucht für uns ist. Er ist unsere Rettung. In Psalm 106, wieder das Ende des vierten Teils. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk spreche Amen. Halleluja. Hier finden wir zum ersten Mal Halleluja. Aber auch wieder am Anfang dieses Satzes, gelobt sei der Herr. Gott soll gelobt werden und am Ende auch nochmal Lobpreis den Herrn, also Lobpreis Jahwe. Und ganz am Ende in Psalm 150, Vers 6, alles was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Es ist immer wieder eine Aufforderung von dem Psalmschreiber, von dem Dichter, der uns dazu anregt, der uns dazu auffordert, lobet Gott. Aber loben wir Gott auch so, wie er es eigentlich verdient hat? Halleluja kommt auch im Lobgesang in anderen Formen vor, wie wir gerade schon gesehen haben. Gelobt sei der Herr oder ihm sei Lob und Ehre. Lobet den Herrn. Aber ich möchte heute eher den Fokus nochmal wirklich auf das Wort Halleluja setzen. Das, was dieses Wort ausdrückt, was es für eine Wirkung hat. Vielleicht wird es heute ein bisschen verslastig, vielleicht ein bisschen psalmlastig, aber ich möchte trotzdem einfach uns nochmal vor Augen führen, dass es so oft vorkommt in diesen einen Versen, in diesen Psalmen, nicht auf die ganze Bibel, auf diese 66 Bücher verteilt, sondern nur auf diese einzelnen paar Psalmen, obwohl es uns so viel mehr vorkommt, weil ich dachte zuerst so, jetzt kommt bestimmt irgendwie über 100 oder 200 Mal, dass es das Wort Halleluja in der Bibel gibt. Aber anscheinend sind es nur 27 bis 28 Mal, die das Wort Halleluja in der Bibel vorkommen. Und was es für eine Wirkung in unserem Leben hat, was es auf unsere Sprache Einfluss nimmt, wie wir es benutzen oder wann wir es benutzen. Ich möchte damit mit Psalm 104 anfangen. Psalm 104, 35. Das ist der letzte Vers dieses Psalms. Lob des Schöpfers. Das ist die Überschrift. Und am Ende steht, die Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Und im nächsten Kapitel, in Psalm 105, die Verse 43 bis 45, ist auch wiederum die Überschrift Lob Gottes für seine Heilstaten. Gott wird gelobt. So führte er sein Volk in Freuden heraus und seine Auserwählten mit Jubel und gab ihnen die Länder der Völker, dass sie die Güter der Nationen gewannen, damit sie hielten seine Gebote und seine Gesetze bewahrten. Halleluja. Halleluja steht immer wieder am Ende. Mit einem Ausrufezeichen, darauf komme ich gleich nochmal zurück. Aber Halleluja ist immer so dieser Abschluss, der dann nochmal einzeln steht. Nicht irgendwie in dem Satz, sondern nein, es ist erst ein Punkt und dann kommt ein neuer Satz oder ein neues Wort, Halleluja, welches mit einem Ausrufezeichen steht, um es nochmal zu bekräftigen. Psalm 106,
Da ist es am Anfang und am Ende, im Vers 1 und in Vers 48. Und dort wird über Gottes Gnade und Israels Undank gesprochen. Halleluja, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und alles Volk spreche Amen, Halleluja. Es wird immer wieder darauf zurückgekommen, was Gott getan hat, dass wir ihn loben sollen für das, was er tut. Hier ist es Gottes Gnade, aber Israels Undank. Es wird die Größe Gottes gezeigt und wie undankbar wir Menschen eigentlich sind, weil eigentlich können wir auch das, was das Volk Israel durchgemacht hat, die Historie von dem Volk Israel, können wir eigentlich auch auf uns übertragen oder können uns damit identifizieren, weil wir sehen immer wieder, dass wir auch abweichen von dem Weg oder dass wir Sünden tun. Dass wir jetzt nicht unbedingt in Gefangenschaft nach Babylon oder sonst wo verschleppt werden, aber dass wir in Gefangenschaft der Sünde sind. Psalm 111, Vers 1. Preis des Gottes, der Gottesgnade. Halleluja, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Halleluja, man lobt Gott und man dankt ihm. Psalm 112, Preis der Gottesfurcht. Zuerst preist ihr Gottes Gnade, jetzt preist ihr Gottes Furcht. Es hat immer alles ein... Es spielt alles miteinander zusammen. Es fügt sich zusammen, es ergänzt sich und es bildet eine Einheit. Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Und wiederum im nächsten Psalm, Psalm 113, 1 und in Vers 9, wieder am Anfang und am Ende, Gottes Hoheit und Huld. Halleluja, lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Und die Unfruchtbaren im Hause wohnen lässt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja. Wir sehen im ersten Vers, Halleluja, schon mal lobe Gott, dann wieder lobet und dann noch einmal lobet. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass Gott gelobt werden soll, weil Gott hoch ist und wir ihm huldigen müssen, wir ihn preisen müssen eigentlich. Psalm 115, Gott allein die Ehre. Wir aber, wir loben den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja. Es ist immer wieder dieses, es wird immer wieder, wenn jetzt scheint es so viel, aber wenn man einen Psalm liest oder dann vielleicht später noch einen Psalm, vielleicht fällt es einem nicht so auf. Vielleicht sieht man, oh, da ist wieder Halleluja. Aber vielleicht lenkt man nicht seinen Blick da drauf. Hier mache ich es oder hat Gott es mir gezeigt, wie oft Halleluja wirklich in einem kleinen Abschnitt der ganzen Bibel vorkommt. Dass es dieser Lobpreis ist, den wir eigentlich fortführen müssen. Eigentlich immer. Weil wir können diese Psalmen auch lesen. Sie sind auch für uns Erbauung. Psalm 116, 18 bis 19. Dank für Rettung aus Todesgefahr. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen, vor all seinem Volk. In den Vorhöfen am Hause des Herrn, in der Mitte Jerusalems. Halleluja! Weil er mich gerettet hat, kann und soll ich ihn loben. Psalm 117, 1 bis 2. Im Deutschen ist das der kürzeste Psalm. Im Russischen, glaube ich, ist das 116. Anbetung des lebendigen Gottes. Halleluja, lobet den Namen des Herrn, lobet ihr Knechte des Herrn. Gelobt sei der Herr aus Zion, der zu Jerusalem wohnt. Halleluja. Wenn wir jetzt diese ganzen Formen nehmen von Halleluja oder lobet, dann haben wir hier Halleluja, einmal lobet, lobet den Herrn, das zweite Mal, lobet ihr Knechte des Herrn. Gelobt sei der Herr, ein viertes Mal, der zu Jerusalem wohnt. Halleluja, in diesen zwei Versen, in diesen vielleicht vier Zeilen, die in der Bibel vorkommen, sind es fünfmal, habe ich verzählt? Eins, zwei, drei? Sind es fünfmal, die in diesem einen kleinen Psalm vorkommen, dass wir Gott loben sollen. Ausruf der Völker zum Lob Gottes steht dort. Alle Völker sollen Gott loben und preisen. Alles, die Tiere, die Pflanzen, wir Menschen. Die Pflanzen loben Gott und zeigen es damit, wie prächtig sie gemacht sind. Wenn wir einfach einen Baum anschauen, wie er aufgebaut ist und dass er am Tag, keine Ahnung, wie viel Liter
Wasser pumpt. Eine Rotbuche zum Beispiel, eine große Rotbuche von, keine Ahnung, 20, 25 Metern, pumpt am Tag 500 Liter Wasser aus dem Boden durch den Stamm bis in die Spitze. Es ist ein Lob Gottes, wenn wir es wissen. Oder die Pflanzen, wie sie aufblühen, wie sie anfangen zu wachsen, wie sie den Stamm bilden, den Stiel, die Blüte oder wie an einem Baum aus einer Blüte eine Frucht wird. Das ist alles ein Lob Gottes, nur wir sehen das einfach als selbstverständlich an. Wieso, ja, Gott hat das so gemacht? Dann ist es halt so. Ich sage Danke. Aber wie sage ich Danke? Sage ich einfach nur Dankeschön und gib einmal die Hand dem Baum oder keine Ahnung. Sind wir uns bewusst, dass wir Gott loben sollen? Dann schon wieder etwas weiter, Psalm 135. Auch wieder am Anfang und am Ende. Im Russischen meine ich, ist das 134. Anbetung des lebendigen Gottes. Halleluja, lobet den Herrn des Herrn, lobet den Namen des Herrn, lobet ihr Knechte des Herrn. Und dann am Ende, gelobt sei der Herr aus Zion, der zu Jerusalem wohnt. Halleluja. Gott soll angebeten werden, weil er der lebendige Gott ist. In Psalm 146, auch wieder am Anfang und am Ende, Gottes ewige Treue ist die Überschrift. Halleluja, lobet den Herrn meine Seele. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion für und für. Halleluja. Und Halleluja steht immer als einzelner Satz. Immer vorher ein Punkt, dann eine Leerstelle und dann Halleluja, immer mit Ausrufezeichen. Ihr könnt euch mal, also im Deutschen ist das so, also in meiner Bibel, dass Halleluja immer mit einem Ausrufezeichen steht. Weil es ist noch einmal bekräftigt. Diese Aufforderung wird noch einmal zusammengefasst oder bekräftigt, damit es noch deutlicher wird. Psalm 147, wir nähern uns gerade dem Ende schon. Psalm 147, 1 und Vers 20, wieder am Anfang und am Ende. Gottes Walten in Schöpfung und Geschichte. Wie er in unserem Leben alles in der Hand hat, wie er alles lenkt und alles führt. In meiner Übersetzung habe ich kein Halleluja am Anfang gefunden, aber in einer anderen Übersetzung, anscheinend auch in einer Luther-Übersetzung, steht Halleluja, lobet den Herrn, denn unseren Gott loben. Das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Und dann Vers 20, so hat er an keinem Volk getan, sein Recht kennen sie nicht. Halleluja. Auch wieder, es wird immer wieder mehrfach erwähnt. Halleluja, lobet Gott, gelobt sei Gott, lobt dem Herrn. Immer wieder. Psalm 148, auch wieder, 1. und 14. Vers. Gottes Lob im Himmel und auf Erden. Halleluja, lobet den Herrn, lobet im Himmel den Herrn. Lobet ihn in der Höhe. Er erhöht das Horn seines Volkes. Aber seine Heiligen sollen loben, die Israeliten, das Volk, das ihm nahe ist. Halleluja. Gottes Lob im Himmel und auf Erden, weil er alles gemacht hat. Er hat den Himmel und die Erde gemacht. Wir können in Genesis nachlesen, was er getan hat, was am Anfang geschaffen wurde. Das Licht, die Erde, das Licht, der Himmel, die Erde, das Firmament. Psalm 149, auch wieder Vers 1 und Vers 9. Zion lobe den Herrn. Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied. Die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben, dass sie an ihnen vollziehen das Gericht, wie geschrieben steht. Solche Ehre werden alle seine Heiligen haben. Halleluja. Gott wird wieder erhöht. Ihm wird dieser Preis, dieser Lob, dieser Dank zugesagt, dass er einen beschützt, dass er einem hilft. Und am Ende Psalm 150, Verse 1 und Vers 6. Das große Halleluja, das ist die Überschrift des letzten Psalms. Das große Halleluja. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Feste seiner Macht. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Und
wie schon gesagt, nicht nur in den Psalmen steht Halleluja, sondern auch einmal in Offenbarung. In Offenbarung 19, die Verse 1 bis 6, möchte ich noch einmal mit euch lesen. Jubel über den Untergang Babylons. Offenbarung 19, 1 bis 6. Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach: Halleluja! Die Rettung und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und hat das Blut seiner Knechte gerecht, dass ihre Hand vergossen wird. Und sie sprachen zum zweiten Mal: Halleluja! Ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen: Amen, Halleluja. Und eine Stimme ging aus von dem Thron: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, und sprachen: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat seine Herrschaft angetreten. Zuerst war es mir nicht aufgefallen, und ich habe immer wieder nachgezählt, warum ich im Internet gefunden habe, warum es 24 Mal Halleluja sind in den Psalmen, ich aber nur 23 Mal finde. Wenn ich jetzt aber die Überschrift von den Psalm 150 nehme, dann steht da das große Halleluja. Dann wären es wieder 24 Mal. Und in Offenbarung sind es auch 4 Mal. Und ich dachte mir schon, ist das schon vielleicht eine Verbindung, dass es so 4 Mal, da 4 Mal oder hier 24 Mal. Aber wenn wir hier nochmal in Offenbarung 19 den Vers 4 lesen, es gibt 24 Mal Halleluja in den Psalmen und 4 Mal in der Offenbarung. Und wir lesen hier in Psalm 4: und die 24 Ältesten und die 4 Wesen fielen nieder und beteten Gott an. Ich dachte mir so, soll ich jetzt noch auf diese Bedeutung hinschauen, was diese 24 bedeutet und diese 4? Aber ich dachte, das würde den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber wir sehen, okay, das, was im Alten Testament irgendwann mal geschrieben wurde, von verschiedenen Autoren, was alles zusammengefasst wurde zu diesen Psalmen, zu diesen Lobgesängen an Gott. Und jetzt hier in der Offenbarung, wo es so steht, so, ja, 24 Älteste und 4 Wesen. Und ich finde, das ist so, man würde sagen, ach, das ist Zufall. Nein, das ist kein Zufall. Das ist alles von Gott so geführt, dass wir hier sehen, okay, das hat alles eine Verbindung. Und diese Verbindung ist zu Jesus. Dima hatte einmal ein Beispiel gemacht. Die Bibel ist wie ein großes Netz aus Fäden und überall hängen irgendwie Glöckchen. Und wenn man nur an einer Seite zieht, bewegen sich alle Glöckchen. Das ganze Netz bewegt sich und man hört es, weil in der Bibel alles, auch wirklich alles verbunden ist. Sei es durch eine Zahl, sei es durch ein Wort, sei es durch eine Prophezeiung. Alles, was auf Jesus referiert, denn Jesus ist der Mittelpunkt. Und alles um ihn herum weist auf ihn hin. Und hier die 24 Ältesten und die 4 Wesen fielen nieder und beteten Gott an. Sie beten Gott, sie beten Jesus an, weil er der Schöpfer ist. Er ist der Retter. Nochmal zurück zu dem Halleluja. Halleluja hat eine klare Funktion, wenn wir uns denken, ja, okay, es steht am Anfang oder am Ende. Ja, wir sollen Gott loben. Aber es steht manchmal am Anfang oder am Ende. Oder auch beides, am Anfang und am Ende. Und es ist eine Art Platzhalter. Es ist eine Art Überschrift oder ein Titel oder aber ein Abschlusswort. Zuerst wird gesagt, Halleluja, es wird eingeführt. Okay, das wird jetzt ein Lobpreis. Und am Ende wird nochmal gesagt, Halleluja. Es wird nochmal bekräftigt, das, was ich gerade gesagt habe, damit lobe ich Gott. Durch die Verwendung am Anfang und am Ende von Psalmen hat Halleluja eine trennende Funktion. Es trennt auch innerhalb der Gruppe von diesen Lobpreisungen, von diesen Lobpsalmen. Aber wie auch schon gesagt, Halleluja kommt nur im letzten Drittel der Psalmen vor. 150 kann man aufteilen auf 50, 50, 50. Und eigentlich nur im letzten Teil kommen diese 24 Mal Halleluja vor. Sie kommen dort eigentlich ganz häufig vor
und sind die letzte Gruppe der Psalmen. Und es ist nochmal ein Beleg dafür, dass dieser Lobruf Gottes eine Art Ziel ist. Es ist das Ziel der Psalmen, dass Gott angebetet wird. Zuerst habe ich ja gesagt, lehnen Sie sich an die fünf Bücher Mose an. An Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri. An diese ganzen Psalmen, an diese ganzen fünf Bücher Mose. Und hier sehen wir, es ist wirklich das Ziel, dass Gott gepriesen wird. Zuerst wird über Verschiedenes gesprochen. Aber am Ende wird Gott wirklich gelobt, als Abschluss nochmal über alles drüber gestellt. Und wie schon gesagt, bei dem Halleluja steht immer ein Ausrufezeichen. Und das Ausrufezeichen hat nochmal die Funktion, wie es einmal die Bezeichnung sagt, des Ausrufs oder aber eines Wunsches oder eine Aufforderung. Es ist ein Satzzeichen, das für einen Ausruf in unabhängigen Sätzen steht. Halleluja kannst du auch einzeln sehen. Halleluja muss nicht in einem Satz stehen. Wir sehen, Halleluja ist immer ein einzelner Satz, es ist unabhängig von allem. Halleluja kann ich eigentlich immer sagen, wenn ich Gott lobe. Halleluja reicht auch schon. Aber es ist eine Aufforderung, um einfach noch mehr zu loben. Es kann in Sätzen stehen, in Wortgruppen oder auch nach einzelnen Wörtern, also dieses Ausrufezeichen. Was ist ein Satz? Muss ein Satz immer aus Subjekt, Prädikat, Objekt bestehen? Nein, nicht unbedingt. Es kann auch aus einem Wort bestehen. Und wir sehen es hier. Halleluja. Es ist ein Wort. Und in diesem einen Wort oder in diesem Lobet Jahwe oder Lobet Jach, Lobet Gott, sehen wir, ist diese Aufforderung gegeben, dass wir ihn loben sollen. Und die Psalmen fordern uns auf, aber sie ermahnen uns auch. Sie sagen, werde aktiv. Werdet aktiv und lobet Gott. Aber habt auch Acht auf das, was er getan hat oder was ihr tut oder auch nicht tut. In Psalm 150, Vers 6 steht, lobet den Herrn, Halleluja. Lobet den Herrn und lobe ja. Es ist nochmal ein Abschluss nach allen Psalmen. Lobet den Herrn, Halleluja. Es ist eine zweifache Ausführung. Zweimal wird hier Loben erwähnt. Aber nicht nur hier, sondern auch in den anderen Psalmen, die wir schon gelesen haben oder die Verse, die wir gelesen haben. Es ist eine Bekräftigung. Wenn wir etwas sagen, was wir für sehr wichtig erhalten, jetzt unabhängig von der Bibel, sondern in einem Gespräch mit jemandem, wenn ich irgendwie jemandem etwas erkläre oder sage, kannst du das machen oder dies oder das, das ist sehr wichtig, sage ich es auch zweimal, vielleicht auch dreimal, manchmal vielleicht sogar viermal, wenn es mir sehr wichtig ist. Ich weiß nicht, man kann es immer wiederholen, wenn einem etwas wichtig ist. Wir wiederholen uns, damit der Gegenüber es auch ganz sicher verstanden hat. Damit er nicht sagen kann, ah, das habe ich aber nicht verstanden. Dann kannst du sagen, nein, ich habe es dir zwei oder dreimal gesagt. Und du hast ja gesagt, du hast zugestimmt. Damit man es nicht vergisst. Und wie schon gesagt, sind die Psalmen Lieder, die gesungen wurden. Wir singen oder lesen sie nur, weil wir lesen sie, weil wir sie nicht singen können. Aber damit, dass wir sie lesen und es aussprechen, bekräftigen wir das, was in diesem Psalmen steht. Ich kann nicht etwas einfach nur so lesen. Entweder ich nehme es an oder ich stoße es ab. Aber indem ich es immer wieder lese, bekräftige ich es. Sage ich, ja, das ist so. Ja, so soll es sein. Deshalb auch, wie wir gesehen haben, nach diesen jeweiligen fünf Teilen steht immer wieder ein Amen, Amen. Auch wieder ein doppeltes Amen. So sei es, lobe Gott. Wir sollen Gott loben und preisen. Und preisen ist eine Person oder eine Sache begeistert rühmen, loben, hervorheben. Rühmen bedeutet nachdrücklich oder überschwänglich loben, also groß, massiv. Und da ist wieder das Loben. Der Autor oder die Autoren, die die Psalmen geschrieben haben, fordern uns auf, fordern mich auf, fordern euch auf, auch die, die ihr zuschaut, sie fordern euch auf, Gott zu loben und zu preisen. Warum? Weil er der Schöpfer ist. Aber machen wir das genug? Oder meinen wir auch wirklich das, was wir sagen? Das heißt ja so,
Ja, ich habe das jetzt nur so nebenbei so gesagt. Ja, aber du hast es gesagt, also hast du es doch eigentlich auch gemeint. Sonst achte auf deine Worte, was du sagst, damit du nicht einfach irgendetwas sagst. Es soll nicht automatisch sein, dass ich sage Halleluja, sondern ich soll es bewusst sagen. Es ist ein Lobpreis für Gott, der alles gemacht hat. Vielleicht haben wir es auch, weil wir das Lied vorhin kennen. Halleluja, preiset den Herrn. Vielleicht haben wir es einfach so gesagt, weil wir ja, das Lied kennen oder es schön fanden. Aber wir müssen uns bewusst werden, zu wem wir reden oder was wir sagen, wen wir anbeten, loben und preisen. Es ist Gott, der Schöpfer der Welt, der Schöpfer des Universums. Er hat alles geschaffen. Und ich habe da keinen Zweifel daran, dass irgendwie jemand sagt, das ist aus Urknall und Evolution entstanden. Nein, ich glaube daran, dass Gott alles geschaffen hat. Weil es für mich sonst zu viele Zufälle sind. Weil es einfach nicht sein kann, aus eins zu keine Ahnung wie viel Millionen oder Milliarden, dass ich jetzt hier vor euch stehe, mit der ganzen Technik, die wir haben, dass ihr das Video sehen könnt, dass wir hier sitzen. Es sind zu viele Zufälle. Es kann nicht vielleicht passieren. Es muss etwas geben, was es geschaffen hat. Und dieser jemand oder dieser etwas ist Gott. Er ist groß, mächtig, wunderbar, aber auch barmherzig. Er ist Gott und hat sich für uns hingegeben, dass ein jeder Mensch, der zu ihm kommt, leben kann. Dass er gerettet wird vom Tod, vor der ewigen Verdammnis. Vielleicht verstehen wir, dass wir Gott loben sollen und vielleicht verstehen wir auch, dass Gott alles geschaffen hat. Aber glauben wir da auch wirklich dran oder zweifeln wir da manchmal? Denn wir Menschen sind so, dass wir oft gerne etwas in Frage stellen, dass wir zweifeln wollen an irgendetwas. Wir haben diese Eigenschaft, dass wir immer wieder alles in Frage stellen wollen, dass wir sagen, kann das wirklich so sein? Ist das wirklich so? Und die ersten Attacken oder die ersten Versuche, die der Teufel anwendet, um uns von unserem rechten Weg abzubringen, ist Angst und Zweifel. Zweifel an dem, was hier drin steht, was die Bibel sagt, das Wort Gottes. Glaube ich daran oder lese ich es einfach nur? Lese ich es genug? Wir haben keinen Zweifel daran. Ich habe keinen Zweifel daran. Also meistens nicht. Und da ist auch wiederum der Glaube. Der Glaube, das blinde Vertrauen, dass Gott alles gemacht hat und wir einmal bei ihm sein werden, weil er uns von der Sünde reingewaschen hat. Er ist für einen jeden Menschen gekommen. Ein jeder Mensch kann zu ihm kommen, aber er muss es freiwillig machen. Man kann nicht sagen so, ja, ich will, aber ich habe keine Lust, ich will mein eigenes Leben führen. Nein, du kannst nicht schwarz mit weiß mischen, du kannst kein Grau haben. Weil Gott sagt, er ist heilig und bei ihm kann nur Reines bestehen. Und wir wurden rein gemacht durch das Blut. Dafür können wir ihn loben und preisen. Nicht nur können. Wir sollen es auch oder müssen es eigentlich als seine Kinder und seine Nachfolger. Weil er für uns gestorben ist, damit wir leben können. Weil er jetzt schon lebt. Andere berühmte Menschen werden auch oft gepriesen oder angehimmelt. Aber wir sollen und dürfen nur einen loben und preisen. Einen Gott. Gott, Jesus, den Heiligen Geist, den dreieinigen Gott. Deshalb lasst es uns bewusst werden, wen wir loben und an wen wir glauben. Und lasst ihn uns loben und preisen, so wie es ihm gebührt. Denn wir sind es ihm eigentlich schuldig. Wir haben die Aufgabe, ihn zu loben und zu preisen, weil er alles geschaffen hat. Und wenn ihr wollt, lest nochmal diese Psalmen nach. Achtet besonders darauf, wie oft lobet vorkommt. Nicht nur Halleluja, sondern allgemein lobet. Lobet Gott, gelobt sei Gott, ihm sei Ehre. Halleluja. Gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der Vater, Gott, Jesus, der König. Halleluja. Amen.